erstmal Party machen. Kümmere dich um Karl. Androidenvögel. Das finde ich ein bisschen unpraktisch. Die Oberklasse, da gehen die Türen automatisch auf. Gott sei Dank. Der Nordpol, wieso Russland ihn will. Das ist genau die Sache, dass normalerweise die ganzen Arktis, Nordpol und so weiter ja zu keinem Staat angeblich gehören. Und das wurde früher so entschieden, aber inzwischen durch die globale Erwärmung die ganzen Ressourcen freigelegt werden, die früher nicht erreichbar waren. Leben auf dem Titan gefunden. Dafür sind Androiden übrigens eine ganz gute Idee. Für interstellare Reisen. Wobei, wem sollen sie berichten, wenn am Ende keiner mehr hier ist? Der Mensch lebt nämlich zu kurz für interstellare Reisen. Würde ich so jetzt. Einfach mal behaupten. Oder wir schaffen es irgendwann durch den Alterungsprozess aufzuhalten. Ob für die Reise oder generell. Das wäre übrigens das Richtige für den Kapitalismus. Und eine gute Gegenentbewegung zu dem Androidentum. Weil du bleibst immer gesund, weil du in einem gewissen Alter nicht anfällig bist für Krankheiten, die halt altersbedingt einsetzen. Und eines Tages entscheidest du dich bewusst dafür zu sterben. Und zu sagen, okay, meine Zeit ist rum, ich habe alles erlebt, was ich wollte und ich werde auch nicht mehr gebraucht. In dem Sinne gehe ich von der Erde.
Irgendwie macht mir das Haus ein bisschen Angst. Aber wie man sieht, verdient man in Zukunft nur noch durch Müllgeld. Ich will es nicht sagen, aber es ist halt Kunst. Und Kunst ist brotlos oder du hungerst. Und wenn du tot bist, wird es dann alles teurer gehandelt. Anscheinend sitzt er im Rollstuhl, sein Besitzer. Guten Morgen, Carl. Guten Morgen. Es ist 10 Uhr. Es ist leicht bewölkt, 12 Grad Celsius. 80% Luftfeuchtigkeit mit hoher Regenwahrscheinlichkeit am Nachmittag. Klingt nach einem guten Tag, um im Bett zu bleiben. Ich habe die bestellte Farbe abgeholt. Oh ja, ganz vergessen. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir, nicht wahr, Marcus? Du vergisst nie irgendwas. Zeigen Sie mir Ihren Arm bitte, Carl. Nein. Carl? Das ist auch ein bekannter Schauspieler, ne? Ich bin gerade erst aufgewacht und schon wird es unangenehm. Menschen sind so schwache Maschinen. Sie gehen viel zu schnell kaputt. All die Mühe, um sie zu erhalten. Okay. Ich bringe sie jetzt ins Badezimmer. Liegt heute eigentlich irgendwas Besonderes an? Ja, die Eröffnung ihrer Retrospektive im Museum für moderne Kunst. Der Direktor hat schon 4-mal angerufen und möchte wissen, ob sie kommen. Ich habe mich noch nicht entschieden. Das werden wir dann später sehen. Okay. Was noch? Nur die übliche Fanpost. Ist schon beantwortet. Irgendwas von Leo? Nein, Carl. Soll ich ihn für Sie anrufen? Nein. Nein, lass gut sein. Nicht mal ein Motor im Rollstuhl. War wahrscheinlich zu teuer. Ich hab Hunger. Ihr Frühstück ist fertig. Speck und Eier, so wie Sie sie mögen. Danke, Marcus. Gern geschehen. Fernseher. Warum suchst du dir nicht was zu tun, während ich frühstücke? Klar. Okay, Karl. Staaten diese Angriffe unter keinen Umständen hingehen werden.
Zahlreiche amerikanische Zerstörer sind bereits auf dem Weg in die Barmizie. Das ist Cornwall, der UN-General. Er warnte auf einer Pressekonferenz eindringlich vor einem drohenden Verlieren des Dritten Weltkriegs. Er ermahnte Russland und die Vereinigten Staaten, an den Verhandlungstisch zurückzukehren, bevor der Konflikt eskaliert. Oder spiele Schach. Gegen dich selbst? Platon. Was liest du? Platons Politeia. Das haben sie mir empfohlen. Und was meinst du? Mir gefällt Philosophie, glaube ich. Sie stellt Fragen, die ich nicht beantworten kann. Was richtig und was falsch ist, zum Beispiel. Das ist oft gar nicht so einfach zu entscheiden. Es ist menschlich, Fragen zu stellen, auf die es keine Antwort gibt, Marcus. Eines Tages werde ich nicht mehr für dich da sein können. Du musst dich selbst beschützen. Selbst entscheiden, wer du sein möchtest und werden willst. Diese Welt mag niemanden, der anders ist, Marcus. Lass dir von keinem sagen, wer du sein sollst. Gehen wir ins Studio. Das war mir so klar, dass der Plato mag. Aber er ist ein guter. Wo waren wir stehen geblieben? Zieh das Laken weg. Also, was hältst du davon, Marcus? Ja, es hat das gewisse Etwas. Etwas für mich Undefinierbares. Ich glaube, ich mag es. Die Wahrheit ist, dass ich nichts mehr zu sagen habe. Jeder Tag, der vergeht, bringt mich näher an mein Ende. Ich bin ein alter Mann, der sich an den Pinsel klammert. Karl. Aber genug von mir. Lass mal sehen, ob du Talent hast. Versuch es mal. Versuch, was zu malen. Malen? Aber was soll ich malen? Einfach irgendwas. Versuch's einfach. Oh mein Gott, wenn ich Karls Bild male, das findet er bestimmt nicht so geil. Weil es ist eine Kopie. Jetzt sehe ich das erst richtig, dass das am Anfang mich klar, das wäre irgend so ein Baum, aber aus der Perspektive siehst du, dass das sehr so ein Gesicht ist. Aber ich würde jetzt einfach mal gucken, was er sagen wird, wenn ich jetzt das Bild nachmale von ihm.
Aber wie ein Drucker. Eine perfekte Kopie der Realität. Doch beim Malen geht es nicht um das Kopieren der Welt. Es geht um Interpretation, Verbesserungen. Deine eigenen Sichtweisen. Karl, ich glaube, das kann ich nicht. Das steht nicht in meinem Programm. Na los, mach schon. Geh an die Leinwand. Tu mir einen Gefallen. Schließ die Augen. Schließ die Augen. Vertrau mir. Stell dir etwas vor, das nicht existiert. Etwas Unbekanntes. Jetzt konzentrier dich. Auf das, was du jetzt fühlst. Und führe deine Hand unbefangen über die Leinwand. Hey, Dad. Leo. Hab dich nicht kommen hören. Ah, ich war in der Gegend. Dachte, ich schau mal rein. Wurde auch Zeit, nicht? Geht es dir gut? Du siehst nicht so aus. Oh, ja, ja, alles klar. Hör mal, ich brauch Kohle, Dad. Schon wieder? Was ist denn mit dem Geld von neulich passiert? Naja, es ist halt weg, weißt du? Ja. Ja, du bist wieder drauf, nicht wahr? Nein. Nein, nein, das ist es echt nicht. Ja, lüg mich nicht an, Leo. Was macht das für einen Unterschied? Ich brauche Geld, das ist alles. Tut mir leid. Die Antwort ist nein. Was? Warum? Du weißt warum. Ja, ja, ich weiß warum. Dir liegt mehr an deinem Plastikspielzeug als an deinem Sohn, hä? Sag schon, Dad, was macht ihn besser als mich? Ist er klüger? Oder folgsamer? Nicht so wie ich, hä? Aber weißt du was? Das Ding ist nicht dein Sohn. Nur eine scheiß Maschine! Leo, das reicht jetzt! Es reicht! Dir liegt nur was an dir selbst und deinen scheiß Bildern. Du hast nie jemanden geliebt. Du hast mich nie geliebt, Dad. Du hast mich nie geliebt. Wahrscheinlich jetzt auch einen Weg gegeben, dass der Leo das erkennt, dass das ein Bild ist vom Androiden und nicht, dass es so aussieht, als wenn es von seinem Vater wäre.